Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen bei Mix It Easy bei Steffi, also zu einem Filmchen mit mir. Heute soll es Schlemmerfilet à la Bordelaise geben. Esse ich unheimlich gerne, habe ich bisher noch nie selber gemacht. Ein Rezept habe ich irgendwo bei Instagram gesehen und dann auch gesehen, dass es bei Food with Love auch in der Rezept-App drin ist. Und das möchte ich heute mal ausprobieren. Ich habe mich für Alaska Seelachsfilet Tafeln entschieden. Ja, diese hier. In einem Paket sind 4 Stück drin, also wird es 8 Stück geben. Und diese Kruste, die im Endeffekt oben drauf kommt, die machen wir selber. Ich habe jetzt diese 8 Fischfilets schon in eine gebutterte Form gelegt. Ich habe die von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer gewürzt und habe Zitrone, eine halbe Zitrone, von beiden Seiten so ein bisschen drüber geträufelt, dass auf beiden Seiten so ein bisschen Zitrone halt drankommt. Ja, und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Kruste. Dazu geben soll es Drillinge, die werde ich einfach im Varoma hinterher dampfgaren. Das ist jetzt ein Kilo, wir sind jetzt zu dritt. Das reicht und ja, dann wollen wir mal gucken, ob das schmeckt. Ich weiß, am Überlegen, soll ich eine Senfsoße noch dazu machen zu den Kartoffeln, aber ich glaube, dann essen wir die lieber mit ein bisschen Kräuterbutter oder vielleicht auch einfach nur mit Remoulade. Dazu gibt es einen frischen Salat. Von daher, denke ich mal, reicht das absolut aus. Ich will euch einmal nur kurz vorlesen, was für Zutaten ihr alles benötigt, falls ihr mal Lust und Bock habt, das nachzumachen. Also das hier ist jetzt für 4 Portionen. Ich habe aber extra ein bisschen mehr Fisch gemacht. Also 4 Fischfilets, frisch oder tiefkühl aufgetaut. Salz und Pfeffer. Einige Spritzer Zitronensaft. 2 Knoblauchzehen, eine Schalotte. 100 Gramm Butter, 100 Gramm Panko-Mehl. Das ist dieses japanische grobe Paniermehl. Das ist dieses hier. Das ist wirklich toll, wenn man nicht das alles ausschüttet hier. Das ist ganz was anderes als normales Paniermehl. Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Dann brauchen wir 3 Esslöffel Kräuter, gemischte Kräuter. Hier steht jetzt zum Beispiel Petersilie, Rosmarin, Estragon und. Das, was ihr mögt. 30 Gramm geriebenen Parmesan und Butterflöckchen für die Kruste hinterher zum Draufgeben. Wer sagt, ich möchte mir diesen Umstand, ja was heißt Umstand, ist ja auch keine Arbeit, aber wenn ihr jetzt sagt, ich habe schon Kräuterbutter zu Hause, ich brauche das gar nicht selber machen, der kann auch Kräuterbutter nehmen, ohne das jetzt hier nach diesem Rezept machen zu müssen. So, den Backofen heize ich da gleich schon mal auf 200 Grad Ober-Unterhitze und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der Kruste an. So, also wir fangen ja jetzt mit der Kruste an, haben wir gesagt. Jetzt kommen eine Schalotte und diese Knoblauchzehen packe ich jetzt da rein. Ich habe jetzt keine Schalotte, ich habe eine kleine Zwiebel. Damit es auch schön klein und fein zerkleinert wird, setze ich den Miximizer ein. Den kennt ihr vielleicht, den gibt es für Thermomix und auch für Monsieur Cuisine. Das gibt es in meinem Online-Shop zu bestellen, wer das mag. Und das machen wir 5 Sekunden 5 und wie ihr im Hintergrund hört, ist der Dirk hier fleißig. Und macht in meinem Hauswirtschaftsraum endlich mal eine Decke rein. Seit 15 Jahren ist da keine Decke drin. Ist es nicht herrlich? So, hier ein schönes, tolles Zerkleinerungsergebnis. Das schieben wir jetzt mal runter. Der Backofen heizt auch schon auf 200 Grad Ober-Unterhitze für den Fisch. So, dann kommt jetzt die Butter dazu. Also es kommt ja darauf an, wie viel Fischfilets ihr habt und so. Ich habe jetzt die Mengen ein wenig erhöht. Ich nehme zum Beispiel 150 statt 100, entsprechend der Filets, die ich habe. Aber dieses Grundprinzip-Rezept ist jetzt mit 100 Gramm für 4 Portionen. Und diese Angaben solltet ihr dann auch bitte nehmen oder dementsprechend erhöhen oder verringern. So, Butter hinzufügen. 3 Minuten 120 Grad Stufe 1. Wo ist mein Rüssel? Hier. 3 Minuten. Zack.
3 Minuten. So, ich schaffe es noch. 3 Minuten, 120 Grad, Stufe 1. Und danach kommen Panko-Mehl, Kräuter und Parmesan dazu. Der Parmesan ist schon gerieben. Solltet ihr keinen geriebenen haben, sondern am Stück, müsst ihr diesen Rezeptschritt ganz am Anfang machen, dass ihr euch euren Parmesan schön klein macht. Ja. Und danach ist die Kräuterhaube fertig. Kommt auf den Fisch mit Butterflöckchen, aber bla bla bla. Machen wir ja gleich zusammen. Das Bütterchen ist angedünstet. Riecht selbstverständlich sehr gut. Jetzt kommt Panko-Mehl dazu. Ich muss sagen, mir ist vorhin die Packung umgekippt. Ich glaube, ich habe zu wenig. Aber egal. Ich gebe jetzt einfach das rein, was ich hier drin habe. Und mehr habe ich nur halt nicht. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Komischerweise steht hier auf der Packung 140 Gramm und ich habe schon 162 drin. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Irgendwas ist da komisch. Ich weiß es nicht. Naja, gut. 3 Esslöffel Kräuter gemischte. Ich habe jetzt hier ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Dill. Ein bisschen Dill. Nur dann habe ich hier, na sag doch mal, Petersilie. Genau. Getrocknete. Und ach ja, jetzt kommt noch geriebener Parmesan dazu. Den habe ich hier. Und was nicht im Rezept steht, was ich aber reinmache, ist von meiner Zitrone vorhin, habe ich ein bisschen von der Schale abgerieben. Und, also Bio-Zitrone, ne, ganz klar. Und das kommt dann auch noch dazu. Ich glaube, ich hoffe, dass das schmeckt. So, wollen wir mal gucken, was hat das Manuchen geschrieben? Was muss ich jetzt machen? 15 Sekunden auf Stufe 3 verrühren und nochmal abschmecken. Kriegen wir hin. 15 Sekunden Stufe 3 vermischen. Die Knusperkruste ist jetzt vermischt. Ich zeige euch das mal so ein bisschen auf dem Löffel. Wie das aussieht, probiert das mal. Das schmeckt ja wirklich richtig gut. Macht man da Salz und Pfeffer rein? Ich glaube nicht. Naja, trotzdem. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Dann probiere ich das gleich nochmal. Dann gucken wir mal. Jetzt noch mal. Ich gehe jetzt auch mit demselben Löffel daran. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Finde ich schon mal besser. Okay, ich hole das jetzt raus und verteile das jetzt auf den Fisch. Ihr könnt es auch noch mal sehen. Und hoffe, dass das auch einigermaßen gut darauf hält. Wollen wir mal schauen. Ich gebe mir Mühe. Jawohl. Ich habe jetzt die Panade, Knusperhaube auf den Fisch gegeben. Für die Fischfilets, die ich jetzt habe, für diese Stückchen, ist diese Menge an Panade, die ich jetzt gemacht habe, definitiv zu viel. Ich glaube, da hätte ich bei 100 Gramm Butter und 100 Gramm Panko-Mehl hier bleiben können. Aber es schmeckt auch so. Und durch die Zitronenschale hat das einen echt leckeren Zitronengeschmack. Okay, den Fisch packe ich jetzt in den Ofen. Der braucht ungefähr 20 bis 25 Minuten, schreibt Manu jetzt hier. Ach ja, ich muss da noch Butterflöckchen drauf machen, stimmt. Vielleicht setze ich dann doch lieber erst die Kartoffeln an und warte noch mit dem Fisch. Ich glaube, das mache ich so. Ich werde also jetzt Wasser in den Mixtopf geben, den Varoma aufsetzen, die Kartoffeln erstmal eine halbe Stunde auf Varoma Stufe 1 Dampf garen lassen. 10 Minuten, wenn der Thermomix läuft,
schiebe ich den Fisch in den Ofen. Das zeige ich euch dann gleich auch nochmal, damit das ungefähr gleichmäßig fertig ist. Mal schauen. Wollen wir mal gucken. Aber jetzt werde ich erstmal Butterflöckchen draufsetzen. Dafür nehme ich mir nochmal neue Löffelchen. Und mache euch einmal runter. Hier ist es Chaos. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber egal. Im Flur sieht es aus wie Sodom und Gomorra. Aber nicht schlimm. Ich setze jetzt hier überall zwei kleine Butterflöckchen drauf, damit das auch schön knusprig wird. Ich meine, klar, im Panko-Mehl oder in dieser Panade ist ja schon ein bisschen Butter. Muss und soll ja auch. Aber damit halt von oben auch noch so ein bisschen Fett kommt, damit es schön braun röstet. So, und wenn das gleich fertig ist, hole ich euch nachher nochmal dazu und würde sagen, bis gleich. Die Kartoffeln habe ich jetzt in den Thermomix oben, also in den Varoma reingegeben. Ich habe den Mixtopf gar nicht sauber gemacht, großartig. Ich habe da einfach Wasser drauf gekippt und lasse das jetzt so 30, 35 Minuten dampfgaren. Machen wir mal Licht an. Wenn die Kartoffeln jetzt 10 Minuten Dampf gegart haben, werde ich den Fisch in den Ofen geben und dann hoffen, dass alles zeitgleich fertig ist. Ich hoffe, dass das Ergebnis auch wirklich so ist, wie ich es mir erhoffe. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das gut wird. So, also Kartoffeln sind dran. Hier ist der Fisch mit dem Butterflöckchen drauf. Den schiebe ich dann gleich in den Ofen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ergebnis nachher aussieht. Ich bin echt gespannt. Die Kartoffeln sind jetzt fertig dampfgegart. Das ist übrigens der Liftix hier, ne? Mit dem kann man den Deckel schön abnehmen. Und die Kartoffelchen sind schon gut. Ich habe es vorhin schon mal kurz getestet. Aber wisst ihr was, ich lasse den Deckel jetzt erstmal drauf zum Warmhalten. Hier ist ja nur das Wasser drin zum Dampfgaren. Und jetzt hole ich mal den Fisch raus. Denn der sieht schon richtig gut aus. Das sind übrigens die Handschuhe von Pampered Chef. Die sind ja inzwischen anthrazitgrau. Die habe ich übrigens auch hier in der Schublade. Seht ihr, ich habe hier so einiges, was man halt so braucht. Ne? Und jetzt zeige ich euch den geilen Schlemmerfisch. Sieht der nicht gut aus? Also ich finde, der sieht richtig gut aus. Richtig gut aus. Bin begeistert. Mal gucken, kann man da ein bisschen was abschöpfen und drüber? Nee, das geht nicht. Da sieht nämlich, das sieht aus, als wenn da, was ist das denn? Wartet. Kann man gar nicht so. Oh, das schmeckt ja schön zitronig. Herrlich. Richtig lecker. Also ich finde, das schmeckt richtig gut. Lege mal den Löffel an die Seite. Dann mache ich gleich erstmal ein schönes Bild, weil ich muss ja ein Thumbnail machen, dass man, wenn man das Video sieht, vielleicht Bock hat, das nachzumachen. Und dafür muss der Fisch ja gut aussehen. Ne? Von daher mache ich jetzt erstmal ein Foto, probiere das Ganze dann gleich und dann würde ich sagen, schreiten wir gleich zum Mittagessen. So ihr Lieben, wir schreiten zum Essen. Das ist mein Tellerchen, hier ist mein Fisch, Kartoffelchen, bisschen frischen Salat, Zitrone darf nicht fehlen und das werden wir uns jetzt reinpfeifen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe ihr seid bald wieder mit dabei. Vielleicht habt ihr Bock, das mal auszuprobieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal dazu meldet. Tschüssi, macht's gut!